Wie ist die öffentliche Meinung über Asyl? Wie läuft der Diskurs? Und es ist nicht so, dass es auf der einen Seite die Gesellschaft gibt, die Politik, und dann gibt es ein Gerede über das, ein Diskurs, sondern der Diskurs ist die Politik. Das heißt, die Art, wie zum Beispiel über Asylanten, Asylantinnen geredet wird, welche Slogans geprägt werden, welche Bilder, welche Metaphern, welche Hauptmeinungen oder welche Mythen sich durchsetzen, das ist ganz entscheidend. Das bestimmt auch ein Teil des politischen Klimas. Und ich denke, das Thema ist sehr, sehr brisant. Wir kommen nächstes Jahr in Nationalratswahlen. Wir können vermuten, dass das eine Rolle spielt oder bei bestimmten Parteien eine Rolle spielen wird. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Art von Vorbereitung, eine mentale Vorbereitung. Und in dem Vortrag heute wird die Diskrepanz zwischen der Art, wie gesagt wird, die Art, wie das in Metaphern, in Bildern umgesetzt wird, und der tatsächlichen Empirie eine große Rolle spielen. Und ich glaube, als jemand, der kritisch ist, muss man sich immer diese Diskrepanz zu Bewusstsein führen, damit man sozusagen vielleicht realistischere Bilder über die Situation bekommt. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, eine sehr renommierte Persönlichkeit dazu zu gewinnen. Ich denke, ich brauche die Frau Milborn nicht groß vorstellen. Die meisten werden sie kennen. Jetzt sage ich trotzdem noch was. Sie war in vielen Ländern tätig, unter anderem Menschenrechtsbeobachterin in Guatemala. Sie haben auch dann ein Buch, glaube ich, darüber geschrieben, über die Situation. Sie war in ökologischen Fragen tätig. Sie war in Zeitschriften, in Zeitungen, in verschiedenen Fernsehsendern, ich mache jetzt keine Werbedurchsage, tätig. Sie kennen sie, sie hat auch einige Bücher geschrieben. Die Anerkennung, die sie in Österreich genießt, manifestiert sich auch in Preisen. Bruno Kreisky Anerkennungspreis für das politische Buch, Concordia Publizistikpreis für Menschenrecht, European Journal Award for Excellence in Journalism und so weiter. Ich denke, das sind sehr, sehr renommierte Sachen. Viele Bücher, Gestürmte Festung Europa, Wahre Frau, das heißt für Menschenrechte auch einen besonderen Fokus, ich denke, für Rechte von Frauen. Das, ich denke, ist sicher eine Intention. Und wir freuen uns sehr auf den Vortrag und ich bitte Sie jetzt um Ihren Vortrag. Danke, herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie... Ich gehe gleich rüber, dann fange da an. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sein kann. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Der Sven Jansson, wenn er nicht so wahnsinnig jung und dynamisch wäre von SOS Menschenrechte, hätte jetzt wahrscheinlich graue Haare bekommen, weil er so dran gearbeitet hat und ich nie geantwortet habe, weil ich in den letzten Monaten sehr viel unterwegs war. Umso mehr freut es mich, dass Sie alle hier sind, obwohl ich keinen Abstract und kein Foto geschickt habe. Ich möchte den Vortrag so aufbauen, dass wir zuerst über die aktuelle Situation in Österreich kurz uns einen Überblick verschaffen und dann aber nicht so sehr auf die einzelnen Zahlen eingehen. Der Grund ist ganz einfach, der Bernhard Bechinik, der nächste Woche kommt, ist das Zahlenlexikon, was das betrifft, und das Rechtslexikon. Ich möchte daher heute eher auf die Frage gehen, wie in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa mit dem Thema Flucht und Migration umgegangen ist und welche innere Gespaltenheit der europäischen Identität da stattfindet und was das für Rückwirkungen auf uns hat. Beginnen wir in Österreich, also das wissen Sie ja, gerade aus Oberösterreich, hier ist die Diskussion ja sehr aktuell. Wir haben derzeit die Situation in Österreich, dass wir im Flüchtlingslager in Dreiskirchen 1500, jetzt noch 1400 Flüchtlinge haben, das sind viel zu viele. Also eigentlich hat dort nur die Hälfte Platz und vor einem Monat auf einem Asylgipfel beschlossen wurde, dass die Hälfte mindestens aufgeteilt werden muss in einem Schlüssel, der schon vor langem vereinbart worden ist auf die Bundesländer. Die Art, wie diese Aufteilung von Flüchtlingen auf Bundesländer derzeit diskutiert wird, wirft ein Schlaglicht darauf, wie mit dem Thema Flucht und Migration in Österreich umgegangen wird. Gerade hier in Oberösterreich werden Sie das ja in der Zeitung mitverfolgen. Ich sage jetzt nur so ein
paar Zeitungsartikel der letzten zwei Tage nur. Zum Beispiel in Kärnten gab es vorgestern eine Veranstaltung in St. Kanzian. Kärnten muss noch 120 Asylbewerber unterbringen, um seine Quote zu erfüllen. Dort hat ein Unternehmer gesagt, er nimmt 50 auf, also er hat Platz für 50. Diese Plätze wurden ja dringend gesucht. In diesem Ort gibt es auch schon drei und es gab eine Bürgerversammlung, in der vehement dagegen protestiert wurde, mit Argumenten wie zum Beispiel, dass Touristiker gesagt haben, dann kommen ja keine Ausländer mehr zu uns. Gemeint waren nicht die Flüchtlinge, die dort in der Pension auch wohnen, sondern gemeint war in einem sehr seltsamen Rückschluss, dass wenn dort diese Ausländer sind, dann die anderen Ausländer, die nämlich die teureren Zimmer in den Pensionen nehmen, nicht kommen würden. Es hat sich in dieser Versammlung auch herausgestellt, dass das noch nie der Fall war, auch nicht mit den drei Quartieren, die es dort schon gibt und dass es auch sonst noch nie Probleme gab dort. Trotzdem ist auch in dieser Versammlung die Angst aufgekommen, dass das alles Straftäter sein würden, die da kommen. Ein Bild, das gar nicht mit der Realität zusammenstimmt, weil dass Leute sind, die ja gerade erst gekommen sind, wenn sie aus Dreiskirchen kommen. Die hatten noch keine Gelegenheit, Straftaten in Österreich zu begehen. Dass sie vermutlich alle aus Gefängnissen geflohen wären, die da kommen. Und dass sie die Identität des Ortes zerstören würden. Es hat dort zwei Kirchenvertreter gegeben, die darauf hingewiesen haben, dass es ein Menschenrecht gibt zu wohnen und dass es eine Pflicht auch gibt, sich darum zu kümmern, wenn jemand Unterstützung braucht. Die wurden massiv ausgebuht. Ähnlich war es auch in Oberösterreich, habe ich gelesen jetzt in den oberösterreichischen Nachrichten in Gutau, glaube ich, heißt der Ort, oder? Da soll, habe ich gelesen heute, dass in einem Gasthaus mitten im Ort ein Asylbewerber aufgenommen werden sollen, auch dort gibt es den Platz. Und auch da sind die Argumente, wenn Sie sich die Postings ansehen auf Nachrichten.at, gehen in ganz, ganz seltsame Richtungen. Zum Beispiel befürchten Menschen, dass die Immobilienpreise dort im Müllviertel, wo ja alle in Immobilien investieren, dass die Immobilienpreise rasant hinunterrasseln werden, wenn dort 20 Asylbewerber untergebracht werden und dass die Frauen sich nicht mehr auf die Straße trauen werden, weil dort 20, ich glaube 20 sind es in Gutau, das wissen Sie besser, Asylbewerber untergebracht werden. Zugleich sind so zwei Schlaglichter von sehr vielen. Sie haben alle gehört von der Diskussion um Container, zum Beispiel Salzburg will jetzt Container aufstellen, in einem Land, in dem wir tatsächlich faktisch keinen Mangel an Häusern haben und auch nicht an leerstehenden Häusern und auch keinen Mangel an einer Bauwirtschaft, die etwas aufbauen kann und sich auch über Aufträge freut. Es ist jetzt aber wirklich soweit, dass zumindest in Salzburg beschlossen worden ist, Container aufzustellen für Flüchtlinge. Ich möchte es jetzt nicht als menschenunwürdig bezeichnen. Man kann auch in Containern eine Zeit lang leben, wenn sie gut gemacht sind. Aber wer die Fotos gesehen hat, dann hat er gesehen, dass, Sie wissen, wie groß ein Container sind, in so einem Container vier erwachsene Menschen untergebracht werden sollen, in zwei Stockbetten, wo dazwischen genauso viel Platz ist, wie nochmal ein Bett Platz hätte. Also ein Meter dazwischen, zwei Stockbetten, fertig. Das ist eine Unterbringung, die ist nicht mehr menschenwürdig. Sogar in Deutschland, wo es wirklich schlimm ist, ist zumindest zugesichert, dass jeder Flüchtling den Anspruch auf 6 Quadratmeter Deutschland hat, also 6 Quadratmeter Zimmer. Nicht mal das wird jetzt mit diesen Containerdörfern eingehalten. Und die Innenministerin hat gestern sogar von Zelten gesprochen, also dass wir in Österreich, also man muss sich das vor Augen führen, das sind ganz, ganz absurde Bilder, die da auftauchen. Und sie waren auch richtigerweise in manchen Zeitungen gestern illustriert mit Flüchtlingslagern in Afrika, wo man so ewige Zeltstädte sieht von Kriegsflüchtlingen, wo die Leute zu Millionen fliehen und dann in Zeltstädten untergebracht werden. Das sind auch die Bilder, die dann in den Kopf kommen, wenn eine Innenministerin in einem mitteleuropäischen Land, wo es wirklich genug Leerstand gibt und sogar genug Menschen, die Leute aufnehmen würden, von Zeltstädten spricht. Zugleich ist es so, dass es viele Leute gibt, die Flüchtlinge aufnehmen würden zu Hause. Also gerade in dieser Situation jetzt höre ich immer wieder von Organisationen, die sich mit dem Thema befassen, dass sich Menschen melden und sagen, wir hätten ein Zimmer frei, wir würden jemanden aufnehmen, wir würden das Zimmer vermieten. Das wird nicht gewünscht. Also dieser Kontakt zwischen der Normalbevölkerung und den Flüchtlingen wird unterbunden, wie es geht. Im Burgenland, in Wien geht es gerade noch, in Wien sind 29% der Asylbewerber in Heimen und sogenannten Anstalten untergebracht und die anderen privat oder bei kleineren Organisationen. Aber in den restlichen Bundesländern ist es wirklich sehr, sehr schwer, eine private Unterkunft anzutreten, selbst wenn es Leute gibt, die das wollen. Im Burgenland zum Beispiel gibt es genau 3 Asylbewerber,
also drei, die Zahl drei, die privat untergebracht sind, weil es verboten ist. Jetzt gerade neulich ein Freund von mir in Pinkerfeld, der hat vier Zimmer frei, der hat sich gewandt an das Land und hat gesagt, ich würde gerne, ich kann acht Leute aufnehmen, das hätte ich Platz und wir würden auch dafür sorgen. Geht nicht, es ist verboten. Und in Oberösterreich ist es, sind auch 90% in Heimen untergebracht. Das heißt, abgeschlossen vom Rest der Bevölkerung, abgeschottet. Das hat, das ist vielleicht nicht so geplant, aber es hat durchaus einen Effekt, weil dort nämlich, und das ist die andere Seite der Medaille von dem, was man derzeit über Flüchtlinge liest, dort nämlich, wo es Kontakt gibt und wo die Leute sich kennen, passiert genau das Gegenteil. Wir hören jetzt zum Beispiel, hat es gestern in Salzburg oder vorgestern eine Demonstration gegeben der Schüler und Schülerinnen des Bundesoberstufenrealgymnasiums Nonntal, die protestiert haben gegen die Abschiebung eines Mitschülers, eines 17-jährigen Armeniers, der schon lange in Österreich lebt und jetzt abgeschoben werden soll. Das sind geschlossen Schüler und Lehrkörper gemeinsam auf die Straße gegangen, um zu protestieren, dass der abgeschoben wird. Wir haben auch andere Beispiele, zum Beispiel also schönere Geschichten als die, die ich vorher erzählt habe, zum Beispiel in Dreiskirchen, wo es wirklich übel zugeht. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen... Ich habe eine Bitte, könnte man das Licht anmachen, weil ich sehe sie überhaupt nicht. Vielleicht so zumindest. Ah, wegen Film ist das, okay. Weil Sie sind herzlich eingeladen, zwischenzufragen oder anzumerken, nämlich, aber ich würde es gar nicht sehen, wenn Sie es tun jetzt, aber jetzt geht's. In Dreiskirchen zum Beispiel, wo sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche auch in diesem Lager sind, unter unpackbaren Zuständen. Es ist ja schwer, dort reinzukommen und sich's anzusehen, aber zumindest wenn man ein Stück weit kommt, dann merkt man, dass das wirklich menschenunwürdig ist, wie die Leute da untergebracht sind. Dort hat jetzt eine Schule aufgesperrt auf Privatinitiative. Das heißt, Leute haben zusammengelegt und haben jetzt für diese Kinder eine Schule eingerichtet, damit die wenigstens nicht nur herumhängen und ihre Zeit irgendwie sinnvoll verbringen. Angesichts dieser Schule ist man dann draufgekommen oder ist wieder mal publik geworden, dass in Dreiskirchen 600 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind. Also unter 18-Jährige, die teilweise sehr, sehr lang dort sind, weil bei denen, wenn sie 17 sind, gewartet wird, bis sie volljährig sind, bis sie woanders untergebracht werden. 14 davon sind sogar Kinder, also unter 14-Jährige, die alleine sind. Also wirklich Kinder, die einfach nicht in so ein Lager gehören. Da gibt es aber eben die gute Nachricht, dass dort eine Schule aufgebaut worden ist, dass gesammelt wird, dass jetzt zum Beispiel eine Schuhsammlung stattfindet. Oder es gibt zum Beispiel die schöne Nachricht aus Bad Ischl im Salzkammergut, wo es nicht nur gute Nachrichten gibt, was die Flüchtlingsunterbringung angeht, dass Bad Ischl jetzt beschlossen hat, Flüchtlinge aufzunehmen, Asylwerber aufzunehmen und die feierlich im Ort zu begrüßen und gleich von Anfang an dafür zu sorgen, dass sie sozial eingebunden sind in der Gemeinde. Das sind so diese zwei Aspekte von öffentlichem Umgang mit dem Thema Asyl und mit dem Thema Asylwerber. Das heißt auf der einen Seite Angst und Aggression in einem Ausmaß, das völlig darüber hinausgeht, was auch nur irgendwie angebracht wäre. Und auf der anderen Seite sehr große Solidarität dort, wo es Kontakt gibt. So, jetzt gehe ich darüber. Wie kommt die Verbindung von hier zu dort zustande? Ja, wieder zurück. Von einem Syndrom, das ich Europas Borderline-Syndrom genannt habe. Sie wissen ja, Borderline-Persönlichkeitsstörungen führen dazu, dass man nie weiß, wie jemand reagiert und manchmal Reaktionen zeigt, die seiner Persönlichkeit überhaupt nicht entsprechen und auch nicht dementsprechend, was jemand als seine eigene Identität jetzt sehen würde. Menschen, die sich als freundlich sehen, ist, wenn sie Borderline betroffen sind, ohne dass ich jetzt über das psychiatrische Syndrom sprechen will, aber was man damit verbindet, sind Leute, die dann plötzlich aggressiv werden, die ganz irrationale Ängste entwickeln, die Paranoias entwickeln, die sich verfolgt fühlen. Ein bisschen ist genau das mit ganz Europa passiert, wenn es ums Thema Flucht und Einwanderung geht. Ich fange mal an nur mit zwei Dingen. Das eine ist, dass in Europa und in Österreich nochmal verstärkt seltsamerweise die Meinung herrscht, dass wir überschwemmt werden. Dass alle Menschen auf dieser Welt, denen es schlechter geht als uns, und wie wir wissen, sind das alle außer in anderen sechs Ländern, weil wir ja das siebtreichste sind oder das drittreichste, je nachdem, wie man rechnet. Und es gibt die Angst, dass alle Menschen, denen es schlechter geht, zu uns kommen wollen und dass wir alles tun müssen, um das abzuhalten. Ich habe jetzt zusammengestellt die Zahl der Asylanträge in Österreich.
ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen erkennen können, geht das? Es ist auch nicht so wichtig. Was man sieht, ist, 99 waren es 20.000, das ist dann kurz raufgegangen auf knapp unter 40.000 und wieder gesunken auf 11.000 2010 und 14.400 2011. 14.400 in einem Land mit 8 Millionen Einwohnern. Das ist einfach keine Zahl, die rationell gesehen irgendjemanden Angst machen könnte. Und schon gar nicht, wenn man sich die Zahlen ansieht, wer sonst so kommt und geht. 94.604 Menschen haben Österreich 2010 verlassen. Das ist das Jahr, wo 11.000 Leute Asylanträge gestellt haben. Im gleichen Jahr sind 130.200 zugewandert. Die haben keinen Asylantrag gestellt, sondern sind zum Beispiel aus der EU gekommen oder auf andere Wege und haben überhaupt keinen Wirbel verursacht. Vielleicht in kleinem Ausmaß die deutschen Studenten, aber auch vor denen fürchtet man sich weniger als vor 20 Asylwerbern, obwohl die wesentlich mehr sind. Das heißt also, wenn man sich nochmal die Zahl ansieht, 14.000 Asylanträge oder nehmen wir 2010, 11.000 Asylanträge und zugleich 94.000 Abwanderungen und 130.000, die reingekommen sind, dann hat das einfach keine Relation, dass über die 11.000 gesprochen wird, als würden die uns jetzt überrollen und uns alles wegnehmen und würden alle zu uns kommen. Noch absurder ist, wenn man sich ansieht, wo Menschen auf der Welt flüchten und wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Das ist nämlich eben nicht in Europa. Die meisten Flüchtlinge, über 90%, die aus Kriegsgebieten und aus Krisengebieten flüchten, flüchten ins Nachbarland, wenn sie überhaupt über die Grenze flüchten. Es waren weltweit 42,7 Millionen Menschen auf der Flucht, also waren Flüchtlinge oder Vertriebene, intern und extern, im letzten Jahr. Und Ende 2011 sieht man da an den Zahlen, wenn Sie die sehen, dass in Asien 3,6 Millionen waren, zum Beispiel in Pakistan, nur in Pakistan 1,7 Millionen Flüchtlinge, weil Nachbarland von Afghanistan, während ganz Europa insgesamt 1,5 Millionen Flüchtlinge beherbergt und diese Zahl sinkt. Afrika, wo man immer denkt, alle Afrikaner, also Mann, wo die Angst verbreitet wird, alle Afrikaner kommen hierher, in Afrika sind fast 2,7 Millionen Flüchtlinge derzeit und die Zahl ist um 23,4% gestiegen. Nordafrika 2011 natürlich auch ganz stark wegen den Unruhen in Nordafrika. Österreich hat 47.000 Flüchtlinge im Vergleich zu 1,7 Millionen in Pakistan, im Vergleich zu 2,6 Millionen in Afrika. Das heißt, auch da ist das Bild, das aufgebaut wird, die kommen alle zu uns, die überschwemmen uns jetzt, völlig absurd. Also es hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Die zweite große Sorge ist die Bedrohung unserer Kultur. Das ist etwas, das gerade jetzt auch in diesen Diskussionen um da 15, dort 30 Asylwerber, die in kleinen Städten untergebracht werden sollen, tatsächlich etwas, das laut gesagt wird auf Versammlungen und das eine echte Sorge zu sein scheint. Und diesen Punkt finde ich total interessant, weil die Frage ist ja dann, was ist europäische Kultur? Also was bedeutet es, Europäer zu sein und was macht die Identität Europas aus? Und wenn man darüber nachdenkt und überlegt, was ist es eigentlich, dann ist es sicher nicht ein Dirndl, weil das hat wieder mit anderen nichts zu tun. Es ist auch sicher nicht Mozart, sondern es ist eine Art, miteinander umzugehen. Es ist eine Art, wie Staaten bei uns organisiert sind und wie Gesellschaften organisiert sind. Und die kann man in drei Schlagworten zusammenfassen, was europäische Kultur und europäische Identität ausmacht. Das sind diese Schlagworte Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und gesellschaftliche Solidarität, die Schlagworte der Aufklärung im Prinzip. Diese Grundsätze stehen in den Verfassungen, auf diese Grundsätze verlassen wir uns im Umgang miteinander, darauf verlassen wir uns, wenn wir einfordern von Staaten, wie sie sich zu verhalten haben. Oder genauer dann noch ausgeführt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf die auch alle Verfassungen Bezug nehmen, die Gesetze Bezug nehmen, die ja beginnen damit zu sagen, alle Menschen und nicht nur alle Menschen mit rotem Pass, sondern alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Das ist die Basis europäischer Identität. Was bedeutet das jetzt, wenn jemand sagt, wenn wir jemanden aufnehmen, dem wir verbieten zu arbeiten und dem wir ohnehin nur 40 Euro Taschengeld im Monat geben und ihn trotzdem nicht arbeiten lassen, den wir jahrelang warten lassen in Unsicherheit, ob er bleiben kann oder nicht, den wir oft in Schubhaft sperren zwischendurch, dessen Familie nicht nachkommen kann,
der sich nicht bewegen darf aus dem Bundesland hinaus, in dem er ist. Was bedeutet das, wenn wir sagen, wenn von denen 20 in unseren Ort kommen, dann bedroht das unsere Identität? Das ist, was ich dieses Borderline-Syndrom nenne. Weil in Wirklichkeit ist es so, dass ist es genau umgekehrt. Was unsere Identität bedroht, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn man den Gedankengang versucht nachzuvollziehen, dann wird man zum gleichen Schluss kommen. Was die Identität bedroht in Europa, ist genau dieses Unterlaufen europäischer Werte, wenn es um Asyl und wenn es um Einwanderung geht. Dieses eklatante Brechen jeglicher Grundsätze, die wir in unseren Verfassungen stehen haben, die in den Menschenrechten stehen und auf die wir uns verlassen. Wenn man diese Grundsätze, das sind Grundsätze, die sind nicht bezogen auf Pässe, sondern die gelten für alle. So steht es auch drinnen. Und das ist auch nicht anders denkbar. Menschenrechte sind unteilbar. Sonst wären es keine Menschenrechte. Und wenn man die unterlauft und einen Unterschied macht, ob jemand einen Pass hat oder keinen Pass hat und darüber entscheiden, ob er Rechte hat, ob er ein Recht auf Leben hat sogar an der Grenze, dann geht uns das alle an, weil das sind unsere Grundsätze, die da unterlaufen werden. Das sind unsere Verfassungen, die da gebrochen werden. Und das schlägt natürlich auf alle zurück. Also mein Schluss aus der Diskussion ist das, was unsere, wenn etwas unsere Identität bedroht bei dem Ganzen, dann ist es der paranoide und völlig irrationale Umgang mit Einwanderung und mit Flucht. Ich möchte jetzt ein bisschen das ausweiten auf Europa, weil ja Österreich nur ein Teil davon ist. In Österreich ist es manchmal ein bisschen härter. Österreich ist bei der Verschärfung von Asylgesetzen in ganz Europa immer ganz vorne dran und sicher eher eins mit den schärfsten Fremdengesetzen auch von den Ländern. Inzwischen haben einige nachgezogen. Aber es ist kein österreichisches Phänomen, sondern es ist ein europäisches Phänomen. Und viele nennen dieses Phänomen Festung Europa. Festung nicht in dem Sinn von einer Festung, wo außenrum Mauern sind und innen drin ist alles gut, sondern das ist eine Festung, in der sich die Festungsmauern nicht nur an den Grenzen entlang ziehen, sondern quer durch die Gesellschaft ziehen. Aber fangen wir mal an den Grenzen an. Was Sie hier sehen, ist eine der Außengrenzen in Europa. Das ist, sieht man das jetzt mit dem Licht schon, oder? Ja. Das ist der Zaun, der Europa von Afrika trennt. Es gibt nur zwei kleine Orte, wo Europa und Afrika direkt Landgrenzen haben. Das sind die Orte Ceuta und Melilla. Das sind spanische Orte, die auf afrikanischem Boden im Norden Marokkos sind. Das bedeutet für Flüchtlinge, von denen gerade jetzt wieder in großer Zahl welche aus den neuen Bürgerkriegsländern wie zum Beispiel Mali oder wie Elfenbeinküste nach Europa fliehen. Da ist dazwischen die Sahara und dann ist Marokko und dann ist das der erste Punkt, wo man auf europäischem Boden stehen kann. Wenn man auf europäischem Boden steht, dann hat man theoretisch Rechte. Also zumindest kann man dann einen Asylantrag stellen, wenn man nicht auf europäischem Boden steht, nicht. Zwischen diesen zwei, also diese Linie ist eine Grenze, die ein Strich ist. Zwischen diesen dort Rechte, dort keine Rechte, haben wir einen Zaun gebaut und ich sage wir, weil das ist europäische Politik und nicht spanische, die da passiert, der, wo ich das erste Mal dort war, 2 Meter hoch war, das war Ende der 90er Jahre, früher war es über eine grüne Grenze und der zweite kontinuierlich gewachsen ist und inzwischen in Melilla auf 6,5 Meter erhöht wurde. Das ist ein Zaun, der ausgestattet ist mit Stacheldraht. Man sieht die Flüchtlinge, die versuchen drüber zu klettern. Und zwar nicht mit so normalen Stacheldraht, sondern mit diesem NATO-Draht, wo so, solche Klingen mit Widerhaken drauf sind. Das heißt, der wirklich schwere Verletzungen zufügen, wo sich Leute bis auf die Knochen aufschneiden, wenn sie sich nicht schützen. Der so hoch ist, dass wenn man auf der anderen Seite hinunterspringt, falls man es geschafft hat, drauf zu klettern, sich die Knochen bricht. Deswegen sind die Krankenhäuser dort in den Flüchtlingsheimen von denen, die dann anerkannt werden, weil sie ja Recht haben, in Europa als Asylbewerber anerkannt zu werden, voll mit Leuten mit gebrochenen Knochen, weil sie von diesem Zaun runtergefallen sind. Und es ist ein Zaun, an dem geschossen wird. An dem wird wirklich auf Menschen geschossen. Das ist ein Bild von vor 2 Jahren, es könnte aber auch eins von vorgestern sein. Gerade vorgestern sind in Melilla 200 Flüchtlinge, vor allem aus Mali, wo alle wissen, dass Bürgerkrieg herrscht gerade und islamistische Truppen den ganzen Osten des Landes terrorisieren. Sind Flüchtlinge, 200 Flüchtlinge, vor allem aus Mali, haben versucht, über diesen Zaun zu kommen, in Zusammenarbeit, also gemeinsam hinzustürmen, Leitern aufzustellen und versuchen, dass ein paar zumindest drüber kommen. Nein, es waren mehr, 200 haben es geschafft, 200 sind drüber gekommen. Und das ist etwas, das in den letzten 2 Monaten jeden Tag passiert. Manchmal sind es 200, manchmal sind es 40, manchmal sind es 600, waren es mal im Oktober. Dieser Sturm an die Grenze, der einmal
der uns einmal ins Bewusstsein gerückt wurde, weil es das erste Mal war, es war 2005, da war zum ersten Mal dieser Massenansturm auf diesem Zaun, der findet mittlerweile jeden Tag statt und jeden Tag sterben dort Menschen. Es sind die spanischen Polizisten schießen teilweise scharf, die dürfen nicht, aber sie tun es, passiert immer wieder. Die spanische Polizei, das ist praktisch europäische Grenzpolizei, setzt Gummikugeln ein, die gebaut worden sind für den Einsatz in Demonstrationen, was in Spanien erlaubt ist, auf eine Distanz von 30 Metern, die dort aber eingesetzt werden auf eine Distanz von, wo der Polizist ist, auf oben am Zaun, das heißt 4 Meter, und die zu schweren Verletzungen führen. Die marokkanische Polizei und das marokkanische Militär auf der marokkanischen Seite schießt scharf, und zwar im Auftrag Europas, in unserem Auftrag. Marokko bekommt Geld dafür, und zwar nicht so knapp von uns, aus europäischen Töpfen, dafür, da es heißt in den Texten, seine Verantwortung bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung wahrzunehmen. Die Marokkaner haben richtigerweise lang gesagt, Moment, wo ist da unsere Verantwortung? Die kommen vom Süden und wollen nach Norden, was haben wir damit zu tun? Es war dann aber irgendwann genug Geld im Spiel, dass das marokkanische Militär diese sogenannte Verantwortung wahrgenommen hat, und die machen das nicht auf dem Boden von Menschenrechten. Das heißt, da haben wir es geschafft, diese Verantwortung auszulagern außerhalb der Zäune. Da ist noch ein Foto, das ist von diesem Monat, das Foto, auch aus Melilla. Wenn man ein bisschen weiter südlich schaut und sich fragt, woher kommen diese Menschen, also die jetzt aus Afrika kommen, ich konzentriere mich jetzt auf die, weil das ist bei weitem nicht die größte Gruppe, weil Asien im Moment sehr stark ist, aber eine der Routen, dann merkt man, dass da tatsächlich sehr viele Leute, also jetzt gerade aus Mali, aus Niger, aus Nigeria, aus der Elfenbeinküste, aus Kamerun, alles Länder, wo es schwere politische Probleme gibt, Leute, die tatsächlich nicht nur wirtschaftliche und Armutsgründe haben zu fliehen, sondern auch politische Gründe, die bei uns anerkannt sind. Wir machen ja diese Unterscheidung, dass es verschiedene Arten gibt, sein Leben bedroht zu sehen, und es gelten nur die politischen, aber nicht die wirtschaftlichen. Aber es sind sogar sehr, sehr, sehr viele dabei, wo es politische Gründe gibt, die Kriegsflüchtlinge sind oder direkt verfolgt werden von Staaten. Die machen sich auf den Weg durch die Wüste, durch die Sahara, und viele davon sogar zu Fuß, und machen sich auf diesen Weg, um da durchzukommen. Was man hier sieht, ist so ein großer Lastwagen mit Flüchtlingen, die nach Norden fahren. Das ist in dem Fall im Niger Richtung Libyen, als die Route in Libyen noch offen war. Da sieht man noch so einen. Sehr, sehr viele gehen aber tatsächlich zu Fuß. Ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, aber das sind erschreckende Geschichten, die man da hört, und sehr lohnenswerte Recherchen, wenn man die gemacht hat, weiß, was Menschen durchgemacht haben, wenn sie hier bei uns auf der Straße stehen. Wenn sie es durch die Sahara geschafft haben und nicht zum Zaun kommen, sondern über das Meer fahren, da sieht man hier zum Beispiel ein Kayuko, das von Senegal nach auf die Kanarischen Inseln fährt, dann ist das wiederum eine Grenze, die tödlich ist. An dieser Grenze sterben jährlich Menschen, heuer waren es 1300, letztes Jahr waren es noch mehr, weil letztes Jahr sehr viele vom Libyen-Krieg versucht haben, nach Italien zu fliehen, und auch aus Tunesien sehr viele versucht haben zu fliehen und nach Europa überzusetzen. Und um das zu verhindern, hat man jetzt nicht, man muss sich das vor Augen führen, das sind europäische Gewässer dort. Da kommen Menschen, für die haben wir in die Verfassungen und in die Genfer Flüchtlingskonvention geschrieben, dass sie ein Recht darauf haben, Schutz zu suchen. Und dass dieses Recht nicht zwar hier dann bewertet wird, aber dass sie das Recht haben, den Schutz anzusuchen, dann, wenn sie sich persönlich bedroht fühlen. Wir haben zugleich Kriege in Libyen, wir haben Kriege in Mali, also wir haben einen Krieg in Syrien, direkt an unseren Grenzen, auf der anderen Seite des Mittelmeers, die von Europa zwar nicht direkt verursacht sind, aber auch nicht gerade eingedämmt werden, sagen wir es mal so. Wir haben da Diktatoren, die von Europa gestützt werden, und wir haben wirtschaftliche Verhältnisse, die Menschen dazu zwingen, loszugehen und sich auf dieses Meer zu begeben, weil es keine Möglichkeit gibt, sonst irgendwie einzureisen, weil man kein Visum bekommt, weil es für jemanden aus Afrika unmöglich ist, in ein Flugzeug zu steigen und um 600 Euro herzufliegen, sondern weil so jemand 15.000 Euro in die Hand nehmen muss und einen Schlepper zahlen muss, der ihn da durchbringt. Und um diese Menschen dann, wenn sie es bis aufs Meer geschafft haben, abzuwehren, oder wenn sie es bis an die griechische Landgrenze geschafft haben, abzuwehren, Entschuldigung, haben wir eine Agentur gegründet, die Frontex heißt, die Europäische Grenzschutzagentur, die die Aufgabe hat, die Grenzen zu sichern.
da ist es, wo das Geld reinfließt. Diese europäische Agentur ist die mit dem am schnellsten wachsenden Budget von überhaupt allen Agenturen in Europa. Sie ist eine Agentur, die sehr, sehr undurchsichtig ist. Es ist fast unmöglich, Informationen zu bekommen von dort. Es ist ganz, ganz schwierig, jemanden auf ein Podium zu bekommen oder ein Interview zu bekommen. Und es ist eine Agentur, die bis vor kurzem das Wort Menschenrechte nicht mal erwähnt hat, jetzt aufgrund massiver Kritik Menschenrechte reingeschrieben hat und dabei die entlarvende Formulierung gefunden hat, es soll ein Mindeststandard an Menschenrechten eingehalten werden. Jetzt eben, Menschenrechte sind Menschenrechte und Menschenrechte sind unteilbar. Was soll das sein? Was ist der Mindeststandard von Menschenrechten? Also entweder Menschenrechte oder nicht Menschenrechte, aber was soll das sein, ein Mindeststandard? Ich finde das so entlarvend, weil da klar ist, schon von vornherein, sie meinen es nicht ernst. Und das sieht man auch daran, wie diese Agentur operiert. Einerseits am Meer. Am Meer haben die Boote von Frontex, die sind zusammengestellt aus verschiedenen Ländern, die dort rausgeschickt werden, um die Grenze zu sichern, die Seegrenze, haben die Aufgabe, Flüchtlingsboote aufzuhalten und zurückzudrängen in internationalen Gewässern. Das bricht das Seerecht natürlich, weil niemand hat das Recht, in internationalen Gewässern irgendjemanden aufzuhalten und zurückzudrängen. Und zweitens macht schon die Formulierung wieder, der Auftrag, klar, worum es da geht. Wie ist es, wenn ein Militärboot ein Schlauchboot aufhält und zurückdrängt? Wohin werden die zurückgedrängt? Was passiert mit den Leuten dann? Das ist also, was da passiert, ist definitiv widerrechtlich. Das bricht unsere Gesetze und das bricht internationales Seerecht, ist aber die am schnellst wachsende, die bestausgestattete, also vom wachsenden Budget her, EU-Agentur, die es derzeit gibt. Und was noch dazu kommt, sie ist nicht kontrolliert. Das ist eine Agentur, die untersteht nicht dem EU-Parlament. Sie berichtet auch nicht ans EU-Parlament. Sie ist nur von den Innenministerien eingerichtet worden. Und es ist nur der Rat, der den Auftrag gibt. Aber sonst gibt es da keine demokratische Kontrolle und keine Informationspflicht, nicht mal, die haben an uns. No, da fehlt ein Bild. Die Konsequenz dieser Situation auf See ist eine Situation in einem Meer, in der wahnsinnig viele Schiffe unterwegs sind. Das Mittelmeer ist nicht so groß, in einem, das sehr, sehr gut überwacht ist, wo man eigentlich immer weiß, wo ein Boot ist, wo es eigentlich nicht möglich ist, unterzugehen. Ist das in diesem Meer ständig Menschen sterben? Auch letzten Monat. Also jetzt gerade letzten Monat ein Boot von Marokko nach Spanien untergegangen. Von den meisten hört man nie. Wenn man es hört, dann ist es eher zufällig und wenn man es liest, dann muss man die Lokalzeitungen lesen inzwischen, weil wir hören, also es dringt nicht bis zu uns, weil es so ein tägliches Sterben ist an der Grenze. Es ist aber mehr als ein tägliches Sterben, es ist meiner Meinung nach, es ist ein täglicher Mord, der dort passiert, weil die Menschen reingetrieben werden. Sie werden zuerst dazu getrieben. Und dieses, weil Sie sagen, beim Wort Mord, ich verwende das Wort schon lange und der Heinz Batzel von Amnesty hat mir gesagt, Mord kann man nicht sagen, weil Mord ist vorsätzlich. Seit 2 Jahren sagt er, du hast recht. Das ist Mord, weil die Menschen werden reingetrieben. Das ist keine fahrlässige Tötung mehr. Das ist wirklich einer der großen, also was da passiert, ist eines der großen Massensterben, das von europäischen Regierungen verursacht worden ist in den letzten Jahrzehnten, vor unseren Augen. Und ohne, dass es den großen, großen Aufschrei gibt, weil es jeden Tag ein bisschen passiert. Was man hier sieht, ist ein Thunfischnetz. Es ist ein bisschen undeutlich, das Foto, deswegen werden Sie es nicht genau sehen, was da los ist. Kennt jemand das Foto? Das ist ein Thunfischschlepper. Die haben so große Fangnetze und in diesen Fangnetzen ist sehr wertvoller Thunfisch drinnen. In diesem Fall war der Thunfisch in diesem Netz 2 Millionen Euro wert. Unglaublich eigentlich. Thunfisch, der für den japanischen Markt bestimmt war, der war unterwegs zwischen Malta und Italien und ist vorbeigekommen an einem kenternden Flüchtlingsboot mit, ich glaube, 60 Flüchtlingen afrikanischen, die im Kentern gemerkt haben, also gerade neben diesem Netz waren. Und was man da sieht auf der Seite, sind die Schwimmer des Netzes und an jedem dieser Schwimmer hängt ein Mensch dran, weil die sich an dieses Boot geklammert haben. Diese Geschichte und dieses Bild, finde ich, ist sinnbildlich dafür, wie wir mit Flucht umgehen, wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Weil diese Leute haben sich gerettet auf dieses Netz, haben sich dort festgehalten und wissen Sie, wie lange die dort gehangen sind? 2 Tage lang. 2 Tage im Meer. Aus dem einfachen Grund, dass der Kapitän hat nachgefragt bei der Firma, ob er sie an Bord nehmen kann. Und die Firma hat gesagt, auf keinen Fall, weil wenn die an Bord kommen, dann haben wir ein Schleppereiverfahren am Hals und dann dauert es ewig, bis wir wissen, wohin wir sie bringen müssen und dann ist die 2 Millionen Thunfischfuhr kaputt. Ja, nicht an Bord nehmen.
weil zwischen Malta und Italien nicht klar war, wer die nimmt. Und tatsächlich haben Malta und Italien 2 Tage lang darüber gestritten, wer für die zuständig ist, und haben die 2 Tage lang so im Meer lassen. Das ist einfach, also ich finde, dieses Bild, das versinnbildlicht die Schande Europas im Umgang mit Flucht. Weil das ist wirklich eine Schande für die, die es machen, aber auch für die, die zusehen. Es gibt eine Organisation namens UNITE, die zusammenzählt, wie viele Menschen gestorben sind an diesen Grenzen. Die Zahl von den Menschen, die mit genauem Datum, teilweise mit Namen oder zumindest mit Vornamen und also genauen Daten, wo man weiß, wo das passiert ist, die dort aufgenommen sind, war vor 2 Jahren, das ist jetzt vor 2 Jahren, 14.006. Mittlerweile ist sie noch ein paar tausend höher wegen dem Libyen-Krieg und weil da so viele gestorben sind auf der Flucht. Das heißt, also, es sind richtig viele. Die Dunkelziffer ist natürlich viel höher, weil da sind nur die drauf, wo man tatsächlich das mitschreiben kann und wo man die einzelnen Orte kennt. Trotzdem ist dieser ganze Aufwand sinnlos. Oder ich komme vielleicht, bevor ich darauf komme, nochmal kurz zurück auf dieses Bild da, weil ich gesagt habe, der Unternehmer hat gesagt, dann werden wir der Schlepperei angeklagt. Ich glaube, das muss man vielleicht ein bisschen ausführen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn jetzt jemand im Mittelmeer Flüchtlinge aus dem Wasser fischt und in den nächsten Hafen bringt, wenn das ein europäischer Hafen ist, dann wird sein Boot beschlagnahmt und er landet im Gefängnis. Und das ist nicht nur im Gesetz so, sondern das ist exekutiert. Es sind tunesische Fischer, die Flüchtlinge aufgenommen haben und in einem italienischen Hafen abgesetzt worden, sind jahrelang dort in U-Haft gesessen und verurteilt worden wegen Schlepperei. Es ist die Besatzung der Capa Namur, daran erinnern Sie sich vielleicht, also ein Hilfsschiff, das eigentlich nach Liberia unterwegs war und auf dem Weg an Flüchtlinge gestoßen ist. Die haben Flüchtlinge aufgenommen, nach Italien gebracht und haben einen 4 Jahre langen Prozess gehabt, wo sie im Endeffekt zwar freigesprochen wurden. Das Schiff ist aber immer noch beschlagnahmt und die angeklagt wurden, haben vier Jahre lang von Sozialhilfe leben müssen und in der Unsicherheit, ob sie im Gefängnis landen. Sie waren auch im Gefängnis eine Zeit lang in Italien. Das heißt also, dass wir so weit gekommen sind, und da komme ich nochmal auf diese Identitätsfrage, dass im Mare Nostrum, also im Mittelmeer, dem europäischen Meer, das Grundgesetz, Leben zu retten, das Grundgesetz, Schiffbrüchige rauszufischen, das bestraft wird. So weit muss man mal kommen. Und das aber für eine Zahl an Menschen, die lächerlich gering ist. Wie viele Leute sind denn das schon? Heuer sind 1300 Menschen angekommen in Lampedusa. Lampedusa ist diese italienische Insel, wo aus Libyen und aus Tunesien die Boote ankommen. 1300. Dafür der Aufwand. Und noch dazu bringt da gar nichts, weil Sie sehen hier jetzt, wie viele Menschen über das Meer dann doch gekommen sind. Also das sind die illegalen Grenzüberschreitungen, wie sie gezählt werden von Frontex. Die blauen Balken sind das Meer und das Graue drauf ist über Land. Und man sieht da recht gut, dass es keinen Einfluss hatte, dass Frontex angefangen hat, dort Menschen in den Tod zu treiben, sondern dass es einfach weitergegangen ist, weil die Leute das ja nicht aus Jux und Dollerei machen, sondern weil sie es eben im Wissen machen, sie können sterben und es trotzdem machen. Und deswegen ist das es ist nicht aufzuhalten. Es hat keinen Sinn, diese Grenze bewachen zu wollen. Es macht es nur, es hält es nicht auf. Es macht es nur tödlicher und es macht es nur gefährlicher. Wenn Menschen in Europa dann ankommen, das ist ein Foto von den Kanarischen Inseln, wo jemand ankommt an einem Strand. Man sieht im Hintergrund Touristen, deutsche Touristen in dem Fall, die am Strand sind. Und da auch dieses Zusammentreffen der 2 verschiedenen Kategorien von Ausländern, das jetzt in Kärnten auch befürchtet wird, wo Flüchtlinge und Ausländer in einem Ort aufeinandertreffen und diese ganze Diskrepanz so sichtbar wird. Es gibt dann 2 Möglichkeiten. Entweder sie schaffen es irgendwie in ein Land, wo sie hinwollen, oder in die Illegalität, also irgendwo sich einzurichten, mit Hilfe von Familie, mit Hilfe von Freunden, oder, und das passiert sehr vielen, sie landen in Lagern in Europa. Und Lager sollte das Wort Lager bei uns alle Alarmglocken klingeln lassen. Also gerade als Österreicher, als Deutsche, als ein Europa, das den Weltkrieg mitgemacht hat, das Wort Lager sollte eigentlich etwas sein, wo wir uns denken, das wollen wir nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass Flüchtlinge und Asylbewerber, die ankommen,
zu einem ganz hohen Prozentsatz in Lagern landen. In dem Fall sieht man hier ein Lager in Griechenland, wo da kann ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, weil da müsste man lang drüber reden. Die griechische Situation ist besonders schlimm, weil dort der Staat nicht nur überall versagt, sondern ganz besonders bei Asylwerbern versagt und überhaupt kein Asylsystem mehr existiert, aber Lager gebaut werden, wo Menschen eingesperrt werden, hinter Stacheldraht gesperrt werden und sich selbst überlassen werden, also in unsäglichen Zuständen. Aber dann empfehle ich Ihnen, sich gesondert zu informieren, das führt jetzt fast zu weit. Das ist zum Beispiel ein Lager in der Nähe der Grenze am Evros. Am Evros war ebenfalls ein Frontex-Einsatz, da haben auch österreichische Soldaten mitgemacht, oder Polizisten waren es mitgemacht. Das sind immer so verschiedenste Truppen aus ganz Europa, die dort zusammengezogen werden. Dort war es, um diese Landgrenze zu sichern, die, nachdem die Seegrenze schwierig geworden ist, das hat dazu geführt, dass viele über die Landgrenze kommen, dort beim Evros, und deswegen haben sie die zugemacht. Mit der Konsequenz, dass diese 7 Kilometer bewacht waren und links und rechts davon, wo es nicht bewacht war, die Leute durchgegangen sind. Dort sind aber Minenfelder aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat dazu geführt, dass die Deutschen, also die deutsche Polizei, die dort war, ihre Leute abgezogen hat, weil sie gesagt haben, wir können diese Frontex-Mission nicht mit unseren Gesetzen vereinbaren. Das geht nicht. Wir können unsere Leute dort nicht mehr mitmachen lassen. Was von einem Teil der Mission, also von Polizei und Militär zu hören, schon erstaunlich deutlich ist. Also das zeigt schon, wie die Situation dort ist. Hier sieht man noch eine Karte mit Lagern, die in Europa sind, aber auch außerhalb von Europa. Die roten Punkte sind Lager, wo Asylwerber wohnen, die warten darauf, ob sie angenommen werden. Und man sieht da, dass sich diese Lager nicht nur in Europa ausbreiten, sondern dass der Grenzschutz, also dass die Festung Europa, die Mauer, weit, weit nach Nordafrika ausgedehnt wurde und die nordafrikanischen Staaten dazu verpflichtet wurden, selbst auch solche Lager aufzubauen, die mit europäischem Geld gebaut werden, die die dortigen Regierungen aber ausführen, und dort gelten natürlich keine Menschenrechte, das wissen wir aber auch genau. Also dass Algerien Menschenrechte nicht einhält, der eigenen Bevölkerung gegenüber nicht und schon gar nicht Flüchtlingen gegenüber, ist durchaus bekannt. Trotzdem übergeben wir ihnen die Verantwortung für diese Flüchtlinge, sie aufzuhalten und sie dort in Lager zu stecken. Ich erspare Ihnen die Details dieser Lager. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, es ist wirklich entsetzlich, und dass sowas im Wissen passiert, also mit unserer Politik, unser Geld, unser Auftrag, bedeutet nur, dass uns unsere Grundsätze so unwichtig sind, dass wir sie, wenn wir sie schon irgendwie am Papier einhalten müssen, wenn jemand schon da ist, und nicht einmal das tun wir, dann geben wir sie doch irgendwo hin, wo diese Grundsätze gar nicht gelten. Und das meine ich mit dieser Unterwanderung unserer eigenen Grundsätze, mit dieser Unterwanderung europäischer Identität, die da passiert. Ich überspringe jetzt kurz zwei Bilder und komme zu einem positiven Beispiel, um das positiv abzuschließen. Das ist alles sehr düster, was man da hört, aber auch für ganz Europa gilt das, womit ich angefangen habe in Österreich. Es wird das Problem extrem übersteigert. Es werden menschenunwürdige und sogar tödliche Zustände hergestellt, um das sogenannte Problem zurückzudrängen, das den Zahlen nach einfach keines ist, aber dort, wo es Kontakt gibt, dort, wo Bevölkerung und Flüchtlinge zusammenkommen, dort gibt es immer in ganz Europa ganz, ganz tolle Beispiele von Solidarität. Und da sieht man immer wieder, dass es nicht so sehr im Sinn der Bevölkerung ist, wie es uns die Politik immer suggeriert, dass diese Mauern hochgezogen werden, sondern dass es ganz, ganz anders gehen kann. Das ist ein Beispiel aus Süditalien, da war ich letztes Jahr, das ist ein kleines Dorf in Kalabrien, heißt Riace. Und liegt auf einem kleinen, kennen Sie das? Weil es so nickt. Ja, na, also Kalabrien an der Küste, oben so typisches italienisches Dorf. Und ist wie viele Dörfer in Süditalien ein Auswanderungsdorf. Also dort sind noch ein paar alte Leute gewesen. Es waren noch wenige Kinder da und das Dorf war so an dem Punkt vor 10 Jahren, wo gerade die Schule am Zusperren war und der Postbus nicht mehr hingefahren ist und die Post in die nächste Stadt übersiedelt ist. Also klassisch sterbendes Landgebiet, wie wir es bei uns ja auch zu Genüge kennen. Dort ist es halt traditionell Auswanderungsland noch dazu. Das ist eine Stelle, wo immer wieder Boote ankommen. Und es gab da einen Tag, wo der Lehrer mit seinem Rad die Küstenstraße entlang gefahren ist und gesehen hat, dass wieder mal ein Flüchtlingsboot an Land gegangen ist und sich da gerade Leute rausschleppen. Und der ist dann halt schnell hingefahren, um zu helfen. Es waren in dem Fall kurdische Flüchtlinge aus dem Irak, die da angekommen sind. Und hat in diesem Moment, also so hat er es mir erzählt, hat er diese
diese plötzliche Eingebung gehabt, Menschen, die Häuser brauchen, leere Häuser. Warum bringen wir das nicht zusammen? Und genau das hat er gemacht. Und zwar als erstes mit den Leuten von diesem Boot. Das war das Boot, das erste damals. Das ist er, das ist, er ist jetzt inzwischen Bürgermeister, da sieht man, dass man damit auch sehr beliebt werden kann. Damals war er Lehrer und der hat begonnen zu sagen, kommt zu uns, wir freuen uns, wir haben Häuser, die zerfallen und verbringt doch die Zeit, die ihr sowieso verbringt mit Asylverfahren und so weiter, bei uns, wir integrieren euch ins Dorf, wir geben euch Arbeit, es gibt ein System, wie man das machen kann und wir haben alle was davon. In Riace ist es eine unglaubliche Erfolgsgeschichte geworden. Die machen das jetzt seit 10 Jahren und da kommen immer wieder, also jetzt nicht mehr nur mit dem Boot, sondern auch aus Flüchtlingslagern Leute hin, die dort für ein paar Monate, teilweise für ein paar Jahre leben. Und das ist ein System, wo sowohl das Dorf als auch die Flüchtlinge unglaublich davon profitieren. Wenn man jetzt dorthin fährt, dann sieht man eine Schule, die mehr Klassen hat als vorher, also wo viele Kinder drinnen sind. Es hat, im Dorf gibt es 3 Geschäfte, die super funktionieren. Es gibt wieder 3 Bars. Wo die typischen italienischen Männer davor sitzen, aber daneben auch die afghanischen Frauen drinnen sitzen. Ich war zu Ostern gerade dort zum Beispiel, die Osterprozession, da hat mir so ein alter Mann gesagt, das ist so schön, weil vor 15 Jahren haben wir keine mehr zustande gebracht, weil alle in Norditalien und in Amerika und in Deutschland sind und im Sommer kommen sie zwar, aber zur Osterprozession nicht. Und jetzt haben wir so eine schöne Osterprozession. Und die, die das Kreuz getragen haben und die römischen Soldaten gespielt haben, das waren alles afghanische Flüchtlinge. Und das ganze Dorf war begeistert davon. Die haben es aber auch geschafft, dass es nicht auf Kosten der Dorfbevölkerung gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil. Dort ist es immer so jetzt, also die haben lokales Handwerk wieder aufleben lassen und haben zum Beispiel Keramikwerkstätten gegründet oder zum Beispiel Leinenproduktion, die es dort früher gegeben hat, traditionelle und Webereien und machen jetzt immer so kleine Werkstätten, wo einer aus dem Dorf, teilweise Leute, die extra zurückkommen aus Turin, aus der Schweiz, wo sie hinausgewandert sind, mit einem Flüchtling gemeinsam diese Werkstatt aufmachen und die Leute, die hinkommen, und zwar viele genau deshalb, weil sich das durch einen Film von Wim Wenders sehr verbreitet hat, dieses Dorf auf der Welt, können dort einkaufen und das bringt dem Dorf eine echte lokale Entwicklung. Die Zahlen waren am Anfang schwierig. Sie haben dann einfach eine lokale Währung erfunden, die innerhalb des Dorfes oder der Gemeinde ausgegeben wird und damit die Arbeit der Flüchtlinge bezahlt, was auch wieder einen doppelten Sinn hatte. Erstens durften sie dann bezahlen, weil auch dort gilt dieses Arbeitsverbot wie bei uns, aber sowas offiziell möglich, weil es ja quasi Gutscheine sind. Und zugleich kann man dieses Geld nur dort ausgeben. Die Riace-Dollars gelten nur in Riace und Umgebung. Das heißt also, dass auch deshalb die Geschäfte und die Bars und die, ich meine, wo sieht man ein kleines Dorf mit 2 Kleidergeschäften und einem Schmuckgeschäft? Gibt es sonst gar nicht. Aber durch dieses System funktioniert das super. Die haben das System war so erfolgreich dort mit dieser kleinen Gemeinde, dass inzwischen mehrere Dutzend Gemeinden in Italien das System übernommen haben und den Staat auch davon überzeugt haben, ein Gesetz zu machen, gemeinsam. Das so ist, dass Gemeinden, kleinere Dörfer, sich so die gleichen Zuwendungen bekommen wie ein Flüchtlingsheim zum Beispiel. Aber es ist viel billiger. Also viel billiger, die Leute in so einem Dorf unterzubringen, wo die Häuser eh da sind in dem Fall oder wo sie leicht zu schaffen sind mit der Mitarbeiter, die da sind, als diese großen Flüchtlingslager, die es auch in Italien gibt, noch viel größer als bei uns. Es ist billiger, es sind die Leute besser integriert und es hat dort in dem Dorf wirklich zu einem totalen Aufschwung geführt. Das ist der Domenico Locano, der ist inzwischen zum Bürgermeister gewählt worden, zwar immer ein konservatives Dorf, also wie Kalabrien ist. Das ist gerade die linke Hochburg und eigentlich auch eine eher sehr zurückgezogene und eher fremdenfeindliche Gesellschaft. Aber das war so erfolgreich, dass er Bürgermeister geworden ist, wiedergewählt worden ist und Leute eigentlich aus ganz Europa dorthin fahren und sich das anschauen. So, 5 Minuten habe ich noch, gell? Es kommt immer die Frage nach Lösungen am Ende von diesem Vortrag, weil gerade die Situation der Grenze und die Situation in den Lagern so erdrückend ist, dass es
dass man das Gefühl hat, man braucht jetzt eine Lösung und man muss es irgendwie präsentieren. Ich sage es gleich, ich habe keine einfache Lösung für das Ganze. Solange die Unterschiede auf der Welt so groß sind zwischen Ländern mit hohen Einkommen und anderen Ländern, wo das Überleben unmöglich ist, wenn nicht jemand auswandert, wird es immer Wanderungsbewegungen geben und werden Leute auswandern, sei es aus Krieg, sei es aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Also das, was wir mal als Wirtschaftsflüchtlinge diffamieren inzwischen, das ist ein Schimpfwort geworden. Ehrlich gesagt, sowas entsteht an der Grenze. Jemand, der weggeht, weil durch Klimawandel ein ganzer Streifen von Afrika unfruchtbar geworden ist und nicht mehr überleben kann deswegen. Oder jemand, der weggeht, weil er wegen einem Krieg nicht überleben kann. Beide versuchen, das Leben ihrer Familie zu retten. Und erst an der europäischen Grenze und mit den europäischen Gesetzen ergeben sich diese Unterschiede. Ist es jetzt ein politischer Flüchtling oder ist es keiner? Das kommt ja erst da. Die Gründe sind gleich. Eine Lösung, die immer für Aufregung sorgt, die ich aber tatsächlich für gerade in Europa für erprobt halte, ist eine ganz simple, sich ein Datum zu setzen, sagen wir in 20 Jahren, und zu sagen, in 20 Jahren sind die Grenzen offen. In Europa hat das super funktioniert. Es hat nicht dazu geführt, dass unsere Gesellschaften zusammengebrochen sind. Auch bei großen Unterschieden, so wie zwischen Österreich und Rumänien, das jetzt EU-Land ist, oder zwischen Österreich und Bulgarien, selbst da hat es nicht dazu geführt, wie ja auch befürchtet wurde, dass unser Sozialsystem zusammenbricht. Es hat nicht dazu geführt, dass alles kaputt geht, weil jetzt plötzlich alle Leute wandern. Das heißt, das ist es gerade in Europa ein erprobtes Modell. Deswegen ist es ein bisschen seltsam, dass wenn man sagt, öffnet die Grenzen. Normalerweise, ich weiß nicht, wie es hier im Raum ist, aber meistens kommt dann um Gottes Willen. Das geht auf gar keinen Fall, das kann man auf keinen Fall machen. Ich halte es für eine gute Strategie, wenn man sich tatsächlich das vornehmen würde, die Grenzen zu öffnen und zu sagen, ab 2025 gibt es nach Süden keine Grenze mehr und da gibt es freien Personenverkehr. In einer Welt, wo sich ohnehin Waren frei bewegen, Geld frei bewegt und so weiter. Uns eh klar ist, dass sich Menschen auch bewegen. Legal oder illegal, aber Menschen werden sich immer bewegen. Das gehört einfach dazu, zu der Welt, in der wir leben. Wenn man sich dieses Datum setzt und sagt, bis dahin öffnen wir die Grenzen, dann, glaube ich, setzt das sehr, sehr viel in Gang. Weil dann haben europäische Regierungen auch ein Interesse daran, dort nicht Diktaturen zu stützen und nur rauszuholen, was geht, sondern auch daran zu setzen, dass dort zu investieren oder für gute Lebensbedingungen zu sorgen. Entschuldigung, meinen Zettel nicht mitgenommen. Was man da sieht, ist eine Demonstration in Mali von einer Karawane für Bewegungsfreiheit, wo genau das Thema war. Also wo Leute aus Europa und aus, ich glaube, 11 waren es, afrikanischen Ländern, eine Tour gemacht haben mit mehreren Kundgebungen und Demonstrationen und Workshops, wo es genau darum gegangen ist. Und die haben überall so Global Passports verteilt. Und wenn man dort ist und weiß, zusammen mit Menschen, die gerade aus Algerien abgeschoben worden sind und die schwer traumatisiert sind, die verletzt sind, die vom Roten Kreuz gerade aus der Wüste aufgeklappt worden sind und sagen, es haben nur 5 mitfahren können und die anderen 20 sterben da gerade. Und man weiß, die wollen nach Europa und wenn sie das wollen, dann müssen sie wieder durch diese Wüste durch. Und selber hat man diesen roten Pass in der Hand und sagt, morgen steige ich ins Flugzeug, ich weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Wenn man in diesen Situationen ist, dann wünscht man sich so einen Global Passport. Dann wünscht man sich, dass man eine Welt hat, in der es nicht vom Geburtsort der Eltern oder Großeltern abhängt, ob jemand Rechte hat oder nicht Rechte hat. Und eigentlich ist genau das, würde unserer Identität entsprechen. Wenn man will, dass unsere Kultur nicht zerstören wird, dann sollte man genau daran arbeiten und nicht daran, dass 20, 30 Leute nicht ins Dorf kommen. Da das aber eine Lösung ist, die nicht morgen umgesetzt werden wird, fürchte ich, möchte ich noch ganz kurz fürs österreichische Asylsystem so die kleineren Sachen, die man jetzt dringend ändern sollte, damit es besser funktionieren, nennen. Ich nehme die Förderungen von der Asylkoordination dafür. Es gibt auch andere Organisationen, aber es bleibt sich eh gleich. Es ist nämlich auch da im Kleinen so, dass diese komplizierten Regeln, diese menschenunwürdigen Regeln, oft erst dazu führen, dass wir die Probleme haben. Das sind insgesamt 7, ich sagte kurz, das eine ist Dublin II auszusetzen. Dublin II heißt, dass Menschen, die schon mal woanders eingereist sind, dorthin zurückgeschoben werden. Das ist ein System, das komplett absurd ist. Es hebt sich nämlich innerhalb von Europa auf. Also es werden Leute einfach hin und her geschickt, aber es ist nicht so, dass irgendwo ein Saldo übrig bleibt, sondern es hebt sich tatsächlich auf, führt aber dazu, dass Menschen Monate und Jahre in Lagern und in Haft verbringen und nie wissen, wo sie als nächstes sein werden. Das gehört einfach abgeschafft. Also das ist etwas, da finde ich wirklich, das ist ein realistisches Ziel, darauf hinzuarbeiten.
dass man da ein europäisches System schafft. Das zweite ist das Bleiberecht in Österreich. Das Bleiberecht gibt es in Wirklichkeit nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, eins zu bekommen. Und während dem Antrag auf Bleiberecht, es ist ja eingeführt worden, das ist ja schon mal, zumindest das Wort ist da in einem Gesetz, aber in der Praxis ist es so, dass man während dem Verfahren abgeschoben werden kann jetzt. Und das wird sehr, sehr oft gemacht. Also ich kenne viele Fälle von Leuten, die alles gehabt haben, die diesen Deutschtest gemacht haben, die Kurse gemacht haben, die integriert waren, die eine Arbeitsstelle in Aussicht gehabt haben, die Familie gehabt haben und trotzdem abgeschoben werden, eine Woche bevor sie den letzten Termin haben. Das gehört auch abgeschafft einfach. Also wer 3 Jahre da ist, weil das Asylverfahren so lang dauert, weil es der Staat verschleppt hat, ja, und nicht er selber, der soll Bleiberecht bekommen und Punkt. Weil dann sparen wir uns diese ganzen Dramen von Kindern, die auf die Straße gehen und sagen, schiebt uns unsere Mitschüler nicht ab. Das dritte ist Arbeit. Asylbewerber dürfen nicht arbeiten. Das führt zu sehr vielen Problemen, weil sie nur 40 Euro im Monat bekommen. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie man mit 40 Euro Taschengeld durchkommt, weil die müssen sich ja auch einmal ein Haarshampoo kaufen oder sowas. Wenn sie privat wohnen, dann ist der Wohnbeitrag 110 Euro für Einzelpersonen und 220 für Familien. Jeder kennt die Mieten. Es geht einfach nicht zusammen. Es ist viel einfacher zu sagen, den Arbeitsmarkt zu öffnen, als zu sagen, wir müssen das anheben, weil die Leute wollen eh arbeiten, die hängen eh jahrelang fest und wollen was tun. Also das wäre einfach zu lösen. Und bei 14.000 Anträgen Asylwerbern im Jahr, die wir jetzt haben, wird der Arbeitsmarkt nicht zusammenbrechen, wenn die arbeiten dürfen. Das kann ich versprechen. Und die nächsten drei sage ich in einem, das ist die Schubhaft, die menschenrechtswidrig ist bei uns, das ist die Betreuung, das sind die Sonderanstalten, wie die Saualm, die geschlossen worden ist, wo aber wieder sowas geplant ist, das heißt also Unterbringung irgendwo am Land abgeschlossen, das ist ganz, ganz kontraproduktiv, weil es eben genau diesen wichtigen Kontakt verhindert. Und das ist die Anwesenheitspflicht, die bei Leuten, die ankommen, die in Wirklichkeit eine Lagerhaft ist. Und wie ich schon gesagt habe, das Wort Lager sollte bei uns eigentlich Alarmglocken klingeln lassen. Das heißt, das sind noch so hinten nach die kurzen Dinge, für die man sich konkret einsetzen kann und die ich auch für realistisch halte, weil ich bin nicht der Meinung, wie viele Parteien, wie zum Beispiel die SPÖ und die ÖVP mir immer sagt, dass die Bevölkerung grundsätzlich fremdenfeindlich ist und dass sie grundsätzlich dagegen ist, Leute aufzunehmen. Ich bin der Meinung, definitiv nicht. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema und ich sehe immer wieder große Solidarität und große Herzen und ganze Gemeinden, die Verpflichtung verspüren, zu sagen, uns geht's gut, dann geben wir den 10, 12, 20, 100 auch noch einen Platz. Das geht. Und ich glaube, mit ein bisschen lauterer Stimme in diese Richtung kann man tatsächlich da politisch was ändern. Danke. Herzlichen Dank. Ich habe ja ganz am Anfang begonnen mit dem Hinweis, dass wir nächstes Jahr Nationalratswahl haben werden und dass das vermutlich ein Thema sein wird. Und ich habe mir eigentlich immer die ganze Zeit die Frage gestellt, welche Antworten Sie geben, wenn dieses Thema wieder hochgekocht wird. Und ich bin jetzt relativ begeistert, weil ich möchte mir erlauben, mir Ihren Vortrag so zusammenzufassen, dass Sie sehr viele differenzierte Antworten gegeben haben. Sie haben erstens auf die Diskrepanz, Sie haben erstens Fakten genannt, ich denke, das ist wichtig. Sie haben auf die Diskrepanz zu Slogans aufmerksam gemacht und auch wichtige Slogans genannt, was Sie, die wollen zu uns, die bedrohen unsere Kultur. Sie haben zweitens, und ich glaube, der Punkt ist auch sehr wichtig, ja, Beispiele erzählt, die sehr berührend sind. Also mir geht es so, ich wäre sehr traurig oder ich merke, es macht ein intensives Gefühl und ich denke, das ist auch wichtig, weil in der Politik geht es um Moral. Sie haben drittens positive Beispiele genannt, nämlich das Beispiel von diesem Dorf in Kalabrien. Sie haben viertens Visionen skizziert. Das finde ich auch gut. Das heißt, so ganz in der Ferne, in 20 Jahren sollen die Grenzen offen sein. Und die zweite Vision, die ich auch sehr gut finde, ist, ja, eigentlich braucht man
sowas wie einen Global Passport, die Reichen haben das ja schon. Stimmt. Implizit, das heißt, eigentlich sollten das alle machen. Wir haben ihn ja, ja. Und der fünfte Punkt ist, sie haben sehr viele konkrete Regeln aufgezogen, das heißt, diese sieben Punkte, den Arbeitsmarkt zu öffnen. Das heißt, in meiner Reflexion haben Sie eigentlich eine ziemlich umfangreiche Antwort gegeben, in welcher Weise man sich dem Problem in Anführungszeichen stellen könnte oder kann, wenn man will, wenn dieses Thema wieder hochgekocht wird. Sehen Sie das auch so oder wenn das Thema ist, wie soll man sich dann im Nationalratswahlkampf verhalten? Fällt Ihnen da noch was ein, bitte? Ja. Ich glaube, das Schlimme an dem Thema ist, dass wir in eine Schweigespirale gerutscht sind. Dadurch, dass es ist so einfach, xenophob zu sein. Weil das trifft Leute, die haben keine, also so allgemein gegen Ausländer zu sein, ist einfach das Allersimpelste, was man machen kann. Weil man kann alles auf sich schieben, von Kriminalität über Schulbildung, über dass die Kinder nicht lesen können, über allgemeine Unsicherheitsgefühle, über Arbeitslosigkeit, also Sachen, die definitiv nichts damit zu tun haben, aber es funktioniert, weil die das betrifft, keine Lobby haben, nicht wählen dürfen, keine Stimme haben und so weiter. Und dadurch, dass das jetzt schon so lange geht, und das ist in Österreich schon noch einmal ärger als in anderen Ländern, sind die nicht dieser Meinung sind, in so eine Schweigerspirale hineingerutscht. Und das ist ganz, ganz übel im öffentlichen Diskurs, weil genauso wie Sie am Anfang gesagt haben, Diskurs macht ja Politik, das ist ja nicht voneinander zu trennen. Und wenn die verstummen, wenn es nur mehr Verteidigung ist und nicht mehr offensiv, wenn man für Menschenrechte eintritt, wenn man für Solidarität eintritt, dann hat das politische Konsequenzen und die sehen wir ja in den sich jährlich verschärfenden Fremdengesetzen, die ja inzwischen absurde Schärfe angenommen haben. Das heißt also, ich glaube, was wirklich wichtig ist, die Grundlagen haben wir wahrscheinlich gerade da im Raum wissen, ich weiß nicht, wie viel ich Ihnen erzählt habe, dass Sie nicht gewusst haben, dass, falls es so ist, tut es mir leid, aber die Grundlagen wissen wir ja. Wir wissen ja, auf welcher Seite man steht und welche Argumente man bringen kann, aber tun muss man es, das finde ich so wichtig. Also gerade, und man merkt, dass es was bringt. Also jetzt beim letzten Asylgipfel hat die Innenministerin zwar auch immer das Wort Asylmissbrauch verwendet, aber sie hat einen klaren Stand gegenüber der FPÖ eingenommen und das tut sie ja nur, wenn sie das Gefühl hat, es gibt jemanden dahinter. Das kommt daher, dass sich Leute gegen Abschiebung gewehrt haben in den letzten Jahren, dass nicht alles durchgegangen ist, dass Dörfer sich gewehrt haben, Schulen sich gewehrt haben und so weiter, Freundeskreise. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aus dieser Schweigespirale rauszukommen und wieder eine offensive Argumentation. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viele Fragen haben und ich bitte um Wortmeldung. Es gibt die Mikros, wo sind die? Okay.